It's a one, two, three, and. Ich bin's, euer Hugo. Hugo, Hugo. Reisegruppe Frosch, bitte zum Schnorcheln fertig machen. Ich bin beulenlos glücklich. Hallihallo und herzlich willkommen zur Hugo Show. Ja, ihr könnt es euch denken, wir haben das goldene Kabel gewonnen. Und zwar mit der Hilfe von euch. Deswegen gibt es einen dicken, fetten Applaus für euch. Wir sind wirklich sehr, sehr stolz. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, haben wir euch vor ungefähr einem Monat gebeten, unter einer bestimmten Telefonnummer anzurufen. Und das war eine Initiative von Telekom und Gong. Und es haben wirklich sehr viele Zuschauer angerufen. Dafür sind wir euch sehr dankbar. Und wir waren gestern im Ari-Studio und haben uns diesen Preis hier abgeholt. Und hier steht auch Publikumspreis 1994 Show Kabel 1 Hugo. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und da waren Sonja, Judith und ich da und wir waren wirklich sehr stolz. Und wer so alles da war an Prominenz, das werde ich euch erst nachher erzählen. Wir gehen erst gleich zur Shelly, mit der habe ich telefoniert diese Woche. Und ich weiß nicht, ob sie so gerne schwimmt, aber trotzdem habe ich sie zum Schwimmen geschickt. Und woher sie kommt, das seht ihr jetzt. Oh, die Shelly aus Berlin müsste ich jetzt dran haben. Ja. Hallo, grüß dich. Hallo. Du, kennst du hier schon unser Hugo on Top? Kennst du das hier schon? Ja. Ja, ja. Also ich erkläre es nochmal für alle, die es noch nicht kennen. Unter diesem Stichwort könnt ihr zu Hause uns schicken, wo man denn hingehen könnte, wenn man unter 18 ist, in welche Cafés, in welche Diskotheken und so weiter, wo man alles hingehen kann. Und wichtig ist, dass ihr uns natürlich die Adresse des Lokals und die Telefonnummer des Lokals schickt. Ja? Also Shelly, hast du irgendwie einen Tipp, wo du hier gerne hingehst? Naja, ich weiß nicht so genau. Eigentlich gehe ich fast nirgendwo hin. Nirgendwo hin. Du schaust dir lieber Hugo an, oder? Ja. Das finde ich schon mal spitze. Und Shelly, was kann ich noch? Oh, du kommst aus Israel? Ja. Ja? Und was hast du vor 3 Wochen gemacht? Ich bin in eine andere Schule gegangen. Und wieso? Weil ich war in einer jüdischen Schule und da waren 3 Fächer mehr. Ja. Und die Schule schließt auch immer um 3:30. Oh Gott, so spät erst. Ja. Ja, eben. Und auf der Schule, wo du jetzt bist, bist du sehr glücklich. Ja. Ja, gut. Und du gehst jetzt nämlich jetzt zum Schwimmen. Da kannst du dich etwas entspannen. Ja. Und zwar mit den Tasten 4 und 6. Und solltest du keinen Sauerstoff mehr haben, dann drückst du die 8. Dann schwimmst du nach oben und auch wieder nach unten. Ja. Ja? Shelly, feuert dich jemand an? Nein. Nö? Okay, gut. Aber wir. Mhm. Achso, es dauert noch ein bisschen hier vom Computer, deswegen gehen wir doch Jutta, die kommt jetzt mit. Wir gehen jetzt nämlich zu meinem Faxgerät, denn ich habe euch ja auch gebeten, zu meinem zweiten Thema was zu faxen. Und zwar Hitlisten zu schreiben von 1 bis 10, von was ihr besonders ein Fan seid. Von was bist du ein besonderer Fan, Shelly? Von Hugo. Von Hugo, das gibt von uns einen extra Applaus für die Shelly. Applaus, super. Und die Shelly, die geht jetzt gleich zum Schwimmen. Und ich schaue mir die Faxe durch. Ich setz die Brille auf und du haust in die Tasten. Weg vom Fisch. Und Tintenfisch, genau. Und die 4. Oh, Mensch. Und ich dachte, hier gibt's nur Fischstäbchen. Auf ein neues. Das war erst der Vorwaschgang. So, jetzt abbiegen. Schade, macht nichts. Bis jetzt fehlerfrei geschwommen, naja, nicht ganz fehlerfrei geschwommen. Aber du bist echt sehr gut, Shelly. Allerdings hast du bald keinen Sauerstoff mehr, wie jetzt. Deswegen in die Mitte schwimmen und 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, schnell, 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 bevor der Fisch kommt. Oben bleiben. Und wieder die, nee, jetzt lieber zur Seite, genau. Ah, nee. Schade. Hier stinkt's nach Fisch. Macht nichts. Du hast noch einen Versuch. Wenn's jetzt nicht klappt, mache ich mich heute nicht mehr nass. Und hast außerdem wieder Sauerstoff. So, jetzt noch einmal abbiegen und ich glaube, du bist am Ziel. Was passiert? Ja, super.
super! Super, es hat geklappt, auch wenn das Telefon tropft. Sehr gut, Shelly, du bist im Endspiel. Hast du sehr gut gemacht, ja? Und wir gehen natürlich jetzt in die Höhle, denn da hast du die Chance, deine Punkte zu verdoppeln. Aber vorher kriegst du natürlich erstmal deine Punktetafel. Okay? Verdoppeln. Denn jetzt gehen wir natürlich in die Höhle, nicht vorher. Ich war schon ganz durcheinander, wollte hier dich gleich in die Höhle schicken, bevor du überhaupt weißt, wie viele Punkte du ergattert hast. Shelly, bist du noch dran? Ja. Ja, gut. Also Shelly, dann gehen wir in die Höhle und dann sprechen wir uns nochmal. Hugo, hilf uns! Jetzt wird endlich aufgeräumt in dieser Hexenburg. Hexana, halt den Besen fest. Such dir ein Seil aus und zieh dran. Wirst schon sehen, was du davon hast. So, Shelly, jetzt bist du unsere Moderatorin. Sage mir, was jetzt passieren könnte. Also, bei einem Seil verdoppelt sich die Punktzahl, bei einem halbiert sich und bei einem bleibt sie gleich. Genau, also ich hoffe, sie verdoppeln sich, nicht halbieren sich. Also, Fanfare ab. Und was passiert? Die 3 zieht sie? Ja, sie verdoppeln sich. Hugo, mein Held, du hast uns befreit. Ja, 1200 Punkte. Sehr, sehr gut. Ja, und ich übe mich hier auch auf dem Skateboard wie die Sabine. Hier ist die Sabine, hallo. Hallo Sabine, lauter Frauen heute. Ah, ich lese, du bist 17. Ja. Du, zu unserem Stichwort Hugo und Top, ja, nochmal die Adresse. Da können alle Leute hinschreiben, wo und welche Cafés sie gerne gehen und mit Adresse und Telefonnummer natürlich von den jeweiligen Cafés. Was kannst du denn so empfehlen, aus, wenn man in Ettlingen ist? In Ettlingen nicht, aber in Ettlingen, Karlsruhe, da gibt es das K5 und da gehe ich immer hin und das ist voll super, das ist voll so ganz mäßig. Das ist und, ganz toll. Und schreibst du uns hierher? Natürlich. Ja, und sagst uns, welche Adresse und wo und so weiter. Und wenn wir mal in Ettlingen sind, dann gehen wir dahin, ins K5. Mhm. Okay. Okay. Und du machst gerade deinen Führerschein. Ja. Oh, und wie geht's bis jetzt? Ach, bis jetzt geht's ziemlich gut. Ja, gut. Dann hoffe ich, dass du das Skateboard auch so gut lenken kannst wie das Auto. Nein, das geht schon. Musst mir mal ein bisschen helfen. Ja, ich helfe dir ganz doll. Und zwar mit den Tasten 4 und 6. Wichtig ist, früh drücken und lange auf den Tasten bleiben. Mhm. Ja. Okay, aber das machen wir. Gut. Sprit sparen, Skateboard fahren. So, genau, noch ein bisschen länger. Siehst du, länger drücken, 6. Nee, zu kurz. Viel länger, 4. Noch länger auf den Tasten, 6. Länger auf den Tasten bleiben. 4. Lange, 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 lange. Jawohl. Sehr gut. 6. 4. Jawohl, sehr gut, Sabine. Und jetzt ganz nah an die Lückenrand fahren. Nicht zu früh drücken, aber auch nicht zu spät. 4. Sechs. Oh, shit. Hab ich dir auch einen falschen Ton gegeben. Macht nichts, das sind noch 2 Versuche. Bloß nicht aufhören, wenn's am schönsten ist. Jetzt aber. 4. Jawohl. Und jetzt einfach nur durchfahren, jetzt kannst du noch ein paar Punkte sammeln. Nochmal die 4, nochmal. Oh, das war knapp. Und die 4. Und nochmal die 4. Schade. Die 4. Oh. Du musst ein bisschen länger auf den Tasten bleiben, Sabine. 4. Oh. Macht nicht. 6. Wieder an den Lückenrand fahren. 4.
Und jetzt Achtung, ich glaube, die letzten Lücken, es sind zwei, da musst du nur durchfahren. Nichts drücken. Genau, einfach nur durchfahren. Sehr gut. Und versuche jetzt noch ein paar Punkte zu sammeln, weil dann bist du nämlich im Endspiel. Da, vier. Jawohl. Und die sechs. Ah, schade. Ja, Sabine, sehr gut gemacht. Super. Hey, wir sind im Ziel. Sehr gut, Sabine. So, jetzt kannst du erstmal noch mal durchschnaufen, bevor du deine Punktetafel siehst. Und ihr anderen auch. Und ich hoffe, ihr bleibt alle dran und ruft kräftig an. Bis gleich. Ja, ich habe mich wieder aufgerappelt und stehe wieder hier. Und für die Sabine gleich die Punktetafel. Hallo. Bei Hugo. Die Sabine ist noch dran. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil Kai, unser Aufnahmeleiter, hat eine super Lache. Also müsst ihr echt hören. Na, aber das ist für dich total unwichtig, denn du wartest schon die ganze Zeit auf deine Punktetafel. Und die sehen wir jetzt. Bevor du jetzt hier in die Höhle gehst, an eine Seilen ziehst, wollte ich hier noch, habe ich gelesen, dass du Azubi bei der Telekom bist. Ja. Und wie gefällt's dir? Auch ziemlich gut eigentlich, super. Ja? Und wieso tobt deine Mutter? Ich lese nur hier, deine Mutter tobt. Wegen wieso? Der Telefonrechnung, weil ich immer so viel telefoniere. Ach so, mit wem denn? Mit meinem Freund, mit meiner Freundin. Ah ja, genau, die siehst du trotzdem jeden Tag, aber trotzdem musst du immer mit denen telefonieren, stimmt's? Eben. Ja, meine Mutter hat auch immer gemotzt, weil die Telefonrechnung auch immer so aussah. Wahrscheinlich hast du es auch schon so oft bei Hugo versucht, oder? Nee, nicht einmal. Also nicht durchgekommen zumindest, dass überhaupt nichts war. Aha, gut, die Sabine ist gleich durchgekommen und ich hoffe, dass sie ihre Punkte verdoppelt. In der Höhle. So, sie wählt die 9 und... Nein! Oh nein! Mensch, Scheiße. Wieder halbiert! Es war wohl die falsche Strippe. Oh Mann! Schade! Ja, nachdem mir immer motzt, dass das Glühwürmchen-Spiel so schwierig ist, hüpfe ich erstmal zur Probe, ob es wirklich so schwierig ist und mal sehen, ob es die Ayla genauso gut macht wie ich. Hallo, die Ayla aus Hamburg. Hallo, grüß dich. Du, wir gehen mal schnell zu meinem Faxgerät, denn ich will ja noch wissen, was die Leute gefaxt haben. Übrigens, ihr könnt 24 Stunden lang faxen. Ist das nicht ein tolles Ding hier? Zum Beispiel hier. An Min. Minkai heiße ich übrigens, macht nichts. Höre nicht auf die anderen, du siehst toll aus. Oh, ist das nett. Von Werner aus Randerfeen. Keine Ahnung, wo das liegt. Und du gehst jetzt Glühwürmchen einsammeln. Okay. Okay, das ist nicht ganz einfach, aber du machst es schon mit den Tasten 4 und 6, ja? Ach, da bist du. Siehst du, die winken hier schon alle und ich schaue ständig in die andere Kamera. 4 und 6 und wenn du das Glühwürmchen siehst, das sich rechts von dir befindet, von Hugo, dann drückst du die 5. Okay. Aber das machen wir schon gemeinsam. Es ist gar nicht mal so schwer. Und jetzt musst du auch die 5 drücken, um anzufangen. Gut. Dies ist die Geschichte vom fliegenden Gold und wie Hugo es einfing. Oh, die mögen meine Geschichte wohl nicht. Auf geht's, ihr habt nur Zeit bis zum Morgengrauen. So, genau, jetzt suchen wir erstmal das Glühwürmchen. Genau. Nee, da ist es nicht, da musst du die 4 drücken. Die 4, Ayla, Ayla. Die vier, genau. Wir müssen erstmal, da ist das Glühwürmchen. Jetzt die fünf, jawohl. Und jetzt zum Biber, die sechs. Und die sechs, und nochmal die sechs. Genau, übergeben. Und jetzt weitersuchen. Ayla, das reicht, jetzt weitersuchen. Da ist das nächste Glühwürmchen. Und die 5. 5. Jawohl, sehr gut. Hey, die Ayla hier. Super gut. Du. Okay, Partner. Zeit ist um. Das leuchtet wie das Gold der Inkas. Hey, Ayla.
Weiler, ich muss sagen, Hut ab. Also so viele Glühwürmchen hat noch nie jemand eingesammelt. Noch nicht, also jedenfalls bei mir noch nicht in der Sendung. Hast wirklich super toll gemacht. Ayla, bist du stolz auf dich? Ayla? Ja. Ja, sie sagt gar nichts mehr. Woher kommt eigentlich dein Name? Ganz schnell noch. Das ist aus Grönland. Aus Grönland? Bist du da irgendwie geboren? Nee, ne? Nee, überhaupt nicht. Nee, okay, gut. Alle Achtung, Ayla, du hast wirklich 3 Glühwürmchen eingesammelt. Eine Seltenheit hier bei uns bei Hugo. Was ich euch noch sagen wollte, ihr könnt 24 Stunden lang faxen. Das ist ganz neu seit dieser Woche. Und die Faxnummer, die wird jetzt für euch eingeblendet. Und ihr könnt sogar am Wochenende faxen. Ja, weil ihr wisst, ihr könnt hier nicht live anrufen, aber ihr könnt hier live reinfaxen. Also wenn ihr Lust habt, dann faxt doch unter dieser Nummer. Und wir sehen uns gleich. Hier sind wir wieder mit der Hugo-Show. Was ich zum Fax noch sagen wollte, natürlich sollt ihr uns nicht 24 Stunden lang faxen. Also ihr sollt ihr schon, aber wir stehen nicht 24 Stunden lang hier, sondern wir werden die Faxe dann live am Montag bis Freitag vorlesen. Und was ich noch sagen wollte, hier zum goldenen Kabel, da waren wir ja am Donnerstag und haben diesen Preis entgegengenommen. Und da waren sehr viele Prominente da, wie zum Beispiel Gerhard Lippert von der Bergdoktor, Jutta Speidel, Otto, wer war noch da? Ja, Sonja, Judith und ich natürlich. Und die Fotografen haben sich auf uns gestürzt, wussten teilweise gar nicht, wer wir sind, haben das erst später erfahren, als wir den Preis abgeholt haben. Und es ging mir schon ein bisschen auf die Nerven, weil die sind dann wirklich zu Horden auf uns hingestürzt und haben wirklich wie blöd rumgeknipst, ohne eigentlich vorher zu wissen, wer wir sind. Also es ist nicht so mein Ding, aber es macht nichts. Trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Gutes Essen gab es, ja. Und jede Menge zu lachen. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt auch lachen mit der Nicole, denn die war in der Eishöhle und ich glaube, die war gar nicht mal so schlecht. Hallo. Hallo, wer bist du? Ich bin Nicole. Nicole, und du rufst aus Clausthal-Zellerfeld. Kannst du mir auf dieser Karte bitte beschreiben, wo das bitte ist? Oh, also im Niedersachsen? Niedersachsen, ja. Oh, also, jetzt hier, der Alois. Also Harz, also in der Nähe von, also Hannover. Von Hannover, in der Nähe von Hannover, also da irgendwo. Genau, also aha. Also gut, dann wissen wir schon mal, wo du wohnst. Das ist eine sehr nette Karte von wem, das muss ich noch schauen. Das bin ich, Claudia Leonhardt, und ich muss noch schauen, wo sie wohnt. Also das werde ich nachher noch rausfinden. Und du gehst jetzt, wohin? In die Eishöhle. Und zwar mit den Tasten 4, 6, 2 und 8. Ja? Ja. Feuert dich jemand an? Ja, meine Mutter und mein Bruder. Gut, dann sollen die ein bisschen Stimmung machen, weil es ist hier so leise. Bisschen Stimmung, okay? Ja. Hallo. Gut. Ja, hallo. Gut, viel Spaß in der Eishöhle. Danke. Gut. Ach so, du musst noch die 5 drücken. Du musst unseren Computer noch aktivieren. Gut. Gut. Dann ziehen wir uns mal warm an. Ja, genau. Immer weiter hüpfen, nicht stehen bleiben. Das ist ganz wichtig. Genau. Der erste Punkt. Und zurück, die 4. Die 4. Weiter hüpfen, nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben, Nicole. Immer schön cool bleiben. So, jetzt weiter hüpfen. Genau. Das erste Symbol. Merke es dir, die Säge. Und weiter hüpfen. Da hinten ist ein Punkt. 8, 8 und 6. Und zurück, 4. Oder die 4, die 4, die 4, die 4. Ja, oder die 8, genau. Ist egal. Nicole macht es richtig, nicht stehen bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Musiknote. Jawohl, 150. So, das Herz. Und jetzt zum Tor hüpfen. So, jetzt bin ich ja gespannt. Na los, hast du deine Symbole etwa vergessen? 3, oder? 3. Jawohl! Ja, sie ist im Endspiel. Erster Platz beim Eis am Stiel hüpfen. Sehr gut, im Endspiel bist du. Obwohl deine Familie so ruhig war, hast du es trotzdem geschafft. Ja. Ja, und jetzt für dich deine Punktetafel. Au!
750 Punkte, die kannst du verdoppeln und zwar in der Höhle. Da gehen wir jetzt zusammen hin und dann sprechen wir uns nochmal, okay? Gut. Gut. Hugo, hilf uns! Jetzt wird endlich aufgeräumt in dieser Hexenburg. Hexana, halt den Besen fest. Such dir ein Seil aus und zieh dran. Wirst schon sehen, was du davon hast. So, Nicole, jetzt erzähl mal unseren Zuschauern, was passieren kann. Also verdoppeln, halbieren oder sie können gleich bleiben. Genau, die Punkte. Gut, dann Fanfare ab für dich. Wählt die 6 und was passiert? Oh, leider halbiert. Das war wohl die falsche Strippe. Naja, macht nichts. Du bist im Endspiel gewesen und ich lese hier etwas. Weil, wenn du mir jetzt was vorjodelst, dann verspreche ich dir, dass du in der Hugo-Show sein wirst. Na gut, also. Also. Ich bin ein lustiges Herzermädel. Olo, Udi, Olo, Udi, Olo, Udi. Ja, Applaus! Der Micky hier, der rückt schon mit mir mit. Sehr gut, sagt er. Finden wir auch. Danke. Ja, sehr gut. Und für dich hoffe ich jetzt, dass der Preis ganz, ganz groß sein wird. Mhm. In Tamaras Jeans Shop in München hinterm Viktualienmarkt darfst du dir ein halbes Jahr lang jeden Monat eine italienische Markenjeans aussuchen. Hugo platzt fast vor Neid. Ah, oh, viel Spaß damit. Kannst du immer mit Markenjeans hier rumlaufen? Vielen Dank. Okay, bis dann. Tschüss. Nicole, tschüss. Mei, das war doch schön mit dem Jodeln, oder? Da bin ich gleich hier ins Tanzen gekommen. Und ich glaube, die Franziska, die kommt auch ins Tanzen, wenn sie ihren Bruder sieht. Denn der soll so fies sein. Ich fand ihn eigentlich ganz nett. Und die Franziska, die war auf dem Flieger. Hallo. Hallo, wer bist du? Die Franziska Lang aus München. Hallo, Franziska, wir gehen jetzt mal zu meinem Fax. Ich war so lange nicht mehr jetzt am Fax, jetzt muss ich hingehen. Was die Leute denn so zu sagen haben. Was sagst du denn über Marken? Bist du ein markenbewusster Mensch? Naja, es geht so. Also ich hätte schon gerne so viele Marken, aber so viel habe ich auch nicht. Also ja, es ist teuer, ne? Und hier, auch mal Nico Garlaunis schreibt mir, Minka, du bist so super nett. Das ist ja sehr nett. Ach, vielen Dank. Also ich hoffe, dass ihr mir weiter faxt. Ihr habt 24 Stunden Zeit und natürlich auch jetzt hier in der Sendung. Und du gehst jetzt auf den Flieger. Auf den Flieger? Auf den Flieger. Deine Tasten sind die 4 und die 6. Und wenn du wissen willst, wo du dich befindest, dann drückst du einfach die 0. Ja, aber ich muss den Hörer weglegen. Ja, macht nichts. Feuer dich jemand an, Franziska? Feuer dich jemand? Mein Bruder, der ist 15 und der ist voll fies. Ja, gut. Dann soll dein Bruder dich anfeuern. Okay, gut, danke. Ja, endlich darf auch ich mal richtig in die Luft gehen. So, wenn die Null auftaucht, jetzt die Null drücken. Volle Kraft voraus! Gewitterwolken. Ups. Boah, knapp. Sehr, sehr gut, Franziska. Jetzt hast du ein bisschen Freiraum. Null drücken. Null. Nee, jetzt noch nicht. Oh. Nein, nein, warte. Recht hast du. Oben war es wirklich schon langweilig. Sind noch eine Menge Flieger da. So, Franziska, die Null drücken. Ganz schnell die Null, wo du dich befindest. Ja, da ist die Bergspitze. Wieder die Null. Und jetzt rechts halten, aber nicht in die Gewitterwolken. Nicht zu viel. Achtung, das sind die roten Fallschirme. Macht nichts, du hast noch einen Versuch. Das ist die letzte Maschine, also bitte Vorsicht. Setz die Null, nochmal die Null, Null, Null. Jawohl, da ist die Bergspitze. Null, nochmal. Muss ich ein bisschen beeilen, weil dein Benzin geht bald zu Ende. Ja, sie ist im Endspiel.
bist ein echtes Fliegerass. Super, Franziska. Bevor wir auf deine Punktetafel zurückgreifen, ich habe gehört, du machst auch Percussion, ja? Trommel? Ja, mache ich. Du, hol sie mal raus und in der Zwischenzeit machen wir ein bisschen Werbung. Okay? Okay. Gut, bis gleich. Halt, Moment, nicht abschalten. Wir sind noch gar nicht am Ende der Sendung. Da war nämlich gerade Pause, aber bei uns geht's gleich weiter. Ja, hier sind wir wieder mit Hugo und ich habe die Franziska am Telefon, stimmt's? Ja. Ja, gut. Hallo. Also wir schauen jetzt erstmal auf deine Punktetafel. Mhm. Die Franziska ist nämlich ins Endspiel gekommen, für alle, die es gerade zugeschaltet haben. Endlich eine, heute Mittwoch, sind alle durchgefallen. Und sie hat sogar einen goldenen Sack dazu bekommen. Jawohl! 850 Punkte, die kannst du jetzt verdoppeln, und zwar in der Höhle. Aha. Ja, wir gehen dort zusammen hin und bevor du ziehst, sehen wir uns nochmal. Warte mal. Ja? Darf mein Bruder dich nochmal sprechen? Ja, gib ihn mir mal. Okay. Hi. Hi, grüß dich, wer bist du? Ja, der Basti. Hallo, wieso spielst du nicht selber, Max? Ja, ich sollte eigentlich selber spielen, aber, ja, aber meine Schwester ist ja so ausgespielt. Ihr streitet euch jetzt, aber du kannst ja beraten, welches Seil sie ziehen soll, okay? Ja. Und nächstes Mal spielst du einfach selber mit. Ja? Ja. Okay, gut. Also jetzt ab in die Höhle. Hugo, hilf uns! Jetzt wird endlich aufgeräumt in dieser Hexenburg. Hexana, halt den Besen fest. Such dir ein Seil aus und zieh dran. Wirst schon sehen, was du davon hast. Also Franziska, 3, 6 oder 9. Wenn du Glück hast, dann verdoppeln sich deine Punkte oder sie bleiben gleich. Oder wenn du Pech hast, halbieren sie sich, okay? Ja. Also wir drücken dir ganz fest die Daumen und dein Bruder auch. Okay. Okay. Sie wählt die 3 und was passiert? Ja! Ja! Franziska, sehr gut. Hugo, mein Held, du hast uns befreit. Yeah, 1700 Punkte. Ja, jetzt sind wir wirklich leider am Ende unserer Sendung. Und ich stelle diesen Preis hier, das goldene Kabel, zum Alexander, unserem Redakteur, ins Büro. Und da können wir immer hingehen und es bewundern und ganz stolz sein, dass wir es gewonnen haben, mit eurer Hilfe natürlich. Und nächste Woche moderiert Judith live hier bei uns bei Hugo. Und ich bin wieder in 2 Wochen dran. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns vorher am Wochenende bei der Hugo-Show. Bis dann. Tschüss. It's a 1, 2, 3. Ich bin's, euer Hugo. Hugo, Hugo. Reisegruppe Frosch, bitte zum Schnorcheln fertig machen. Ich bin beulenlos glücklich. Hugo, Hugo. Dieses Spielchen endet hier.